Wir sind André und Laura, zwei Vanlifer, die seit 2019 in Europa unterwegs sind. Nach dem Überqueren der slowakischen Grenze haben wir einen Stellplatz an einem verlassenen Hotel gefunden, mal wieder unsere Wanderschuhe ausgepackt und fast einen zweiten Hund adoptiert. Hallo aus der Slowakei. Wir sind hier im Nationalpark Slowakisches Paradies. Das klingt sehr vielversprechend. Wir sind gespannt. Wir sind jetzt auch auf dem Weg zu einer Wanderung. Und wir haben hier den verrücktesten Stellplatz. Und zwar ist hier ein altes Hotel. Das sieht super creepy aus. Und das Lustige ist, dass man hier WLAN hat, kostenloses. Also es ist ganz merkwürdig und irgendwie auch echt cool. André, zeigt euch das mal. Und zwar ist es genau hinter mir, also da. Sieht man, also ich weiß gar nicht, wir wissen gar nicht so ganz genau, ob es ein altes Hotel ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, ein B&B oder so, also ein Bed and Breakfast. Also man sieht ja auf der Rezeption und das ist halt so ein richtig verlassenes, altes, cooles Gebäude. Aber man kommt leider nicht rein, es ist von außen komplett verriegelt. Aber ja, von außen sieht es auf jeden Fall mega spannend aus und auch die Region hier eh generell sieht sehr, sehr cool aus. Na dann lass uns los. Let's go. Die Häuser hier gehören auch noch dazu. Das sind auch alles so kleine verlassene Hütten. Eigentlich richtig sieht schön. Sieht voll, ne? Cool aus, ja. Wird cool. Richtig cool aus. Schon cool, mal eine Nacht drin zu schlafen. Ich schlaf lieber im Bus. Jetzt kommt der spannende Teil der Wanderung. Ja, die lustige Passage beginnt jetzt und ich bin gespannt wie Luni. Sie kann es aber kaum abwarten. Ja. Gucken, wie sie das schafft. Wir sind falsch abgebogen. Und jetzt müssen wir ganz blöd laufen. Das hat mir irgendwie all meine Motivation genommen. Oh. Wir haben gerade einen neuen Hund gefunden. Er stand auf einmal am Wegesrand und läuft jetzt die ganze Zeit mit uns mit. Ja, oh Gott. Und wir haben ihm einen Namen gegeben. Er ist Loki. Und Luna scheucht ihn immer. Ja. Nehmen wir ihn mit? Ja. Oh Gott. Ist wirklich ein hübscher Hund. Gut, der wartet sogar auf uns. Oh Gott, das ist so süß. Hey! Na? Damit sehe ich noch einen zweiten Hund dabei, der uns nicht mehr von den Fersen rückt. Nee, wie heißt das? Ja. Naja, wie auch immer. Und jetzt kommt hier, ich glaube, der verrückteste Part der Wanderung. Kannst du das schaffen? Gummi, schafft ihr das? Na, guck mal, wie das klappt. Gar keine Angst, hä? Na, das wird ja was. Na, das ist easy. Aber da vorne auch. Ja. Mann, ich weiß nicht, ob es links oder rechts kommt. Ich kann hier nicht lang gehen, wenn er nicht mitkommt. Aber hilf dir, was ist denn die Alternative? Wir können ihn ja nicht mitnehmen. Aber der Arme, guck mal, bis dahin schafft er es. Wir sind erstmal wieder umgedreht, weil ich bringe das irgendwie nicht übers Herz, den Kleinen hier da zu lassen. Und wir wissen eh nicht genau, ob wir mit Luna darüber kommen. Weil selbst laufen kann sie nicht und ich weiß auch nicht, ob das klappt, wenn André sie trägt. Und jetzt gehe ich mal kurz wenigstens... Ne, hier bin ich. Wo bist du? Hier bin ich. Ne, weiter runter. Ja, okay. Du bist doch drauf. Okay, jetzt versuche ich mal wenigstens zu gucken, wie es aussieht. Ob ich es... Keine Ahnung, ob ich es einschätzen kann, ob ich da mit ihr zusammen gehen kann. Ja, ich gehe jetzt mal gucken.
Das wollte ich damit nur sagen. Das ist nicht mit dem Hund möglich. Das ist zu gefährlich, würde ich sagen. Auch wenn ich sie trage, habe ich zu viel Angst, dass ich sie irgendwie fallen lasse oder so. Aber das geht schon echt ganz schön weit hier runter. Nee. Müssen wir umdrehen. Tja, wegen dir, Luna. Und wegen dir. Slinky, oh Gott, wir haben einen Namen gegeben. Einen neuen Namen. Wir haben geguckt, was heißt Sonne auf Slowakisch. Und das heißt Slinko. Und darum heißt er jetzt Slinky. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und wir haben auch ein kleines Problem. Seit 7 Kilometern kommt uns dieser Hund hinterher. Was sollen wir denn jetzt machen? Oh Gott. Slinky, ja. Okay, kurzes Update. Wir sind zurück am Bus. Wir haben Slinky jetzt Trinken und Fressen gegeben. Und jetzt kam eine Frau vorbei. Und jetzt, die ist dann halt weitergegangen. Und jetzt ist er einfach der Frau hinterhergerannt. Oh Mann. Der Kleine. Jetzt ist er weg. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre nicht ein bisschen traurig. Mal gucken. Gucken, ob er wiederkommt oder ob er jetzt hinter der Frau hinterherläuft. Kurze Unterbrechung und ein großes Dankeschön an Surfshark fürs Sponsoren des heutigen Videos. Nicht nur dafür, dass sie unsere Reise unterstützen, sondern auch ganz besonders dafür, dass sie nun schon seit mehreren Monaten unsere Daten im Internet via VPN schützen. Das Letzte, was wir hier auf diesem Parkplatz bei diesem alten Hotel erwartet hätten, ist kostenloses WLAN. Aber so ganz vertrauen wir dem hier noch nicht. Besonders, weil ich ja von unterwegs auch für meinen externen Arbeitgeber noch arbeite. Und der will ganz sicherlich nicht, dass seine Daten hier an so ein slowakisches Hotel abgegeben werden. Und deswegen benutzen wir ein VPN, und zwar den VPN von Surfshark. Und VPN steht für Virtual Private Network und verschlüsselt eben alle Informationen, die zwischen meinem Computer und dem Internet gesendet werden. So kommt niemand an unsere Daten, egal wo und in welchem WLAN-Netzwerk wir gerade sind. Dank Surfshark kann André nicht nur sicher arbeiten, sondern wir können auch noch auf Netflix-Bibliotheken aus anderen Ländern zugreifen, was auch noch ein ganz nices Extra ist von dem Ganzen. Und wenn ihr Interesse habt, das auch mal auszuprobieren, könnt ihr mit dem Code OSCAR ganze 83% aufs Jahresabo sparen und bekommt 3 Monate kostenlos. Slinko ist die Nacht übrigens nicht mehr aufgetaucht. Also, oh Gott, ich hab's ein bisschen gehofft. Ja, wir haben es beide, glaube ich, irgendwie so ein klein bisschen gehofft, weil wir haben auch bei Instagram ganz viele Nachrichten von Leuten bekommen, die ihn sofort adoptiert hätten. Ja, wirklich, also, der wäre 0, nichts vermittelt gewesen. Ja, und ihr wundert euch vielleicht, warum es heute so voll ist hinter uns. Wir haben uns nämlich das selber gefragt. Es kamen nämlich Autos nach Autos heute Morgen. Und zwar ist heute Feiertag hier in der Slowakei. Ja, und deswegen nutzen die Leute das schöne Wetter zum Wandern wahrscheinlich. Genauso wie wir. Genau. Wir gehen jetzt nämlich nochmal los. Und zwar gestern kam uns jemand entgegen und hat uns nach dem Weg zu irgendwas gefragt. Und dann haben wir das danach auch mal gegoogelt und das sah mega cool aus. Und ja, da wollen wir jetzt nochmal hin. Wir sind jetzt hier an diesem Viewpoint angekommen. Es ist mega voll, aber es ist schon beeindruckend. Ey, das ist Wahnsinn, wie tief das hier runter geht. Ich meine, gestern sind wir da unten irgendwo am Fluss lang gewandert. Jetzt sind wir hier oben. Es ist schon beeindruckend hier, das Stückchen. Aber ist wie so ein kleines, wie heißt das in Norwegen? Preikestolen. Preikestolen. Ja, wie so ein kleiner Preikestolen, ja. Nur die Wanderung hierher war einfacher. Ja, jetzt gehen wir Richtung Pommes. Haben wir ja gestern nicht mehr geschafft. Heute haben wir Bargeld dabei, ja. Wir hatten gestern, haben wir nicht gefilmt, wir hatten gestern kein Bargeld. Darum sind die Pommes ins Wasser gefahren. Ja, man konnte nur mit Bargeld zahlen. Jetzt haben wir was dabei und jetzt gibt es heute Pommes. Willst du nichts sagen? Ich will nichts sagen, ich will einfach nur essen. Wir haben es jetzt geschafft, zu unseren Pommes. Boah, die sind gut. Sind gut? Aber es ist so klein, wir holen bestimmt jeder noch eine. Ah, die sind wirklich lecker. Und zum Glück. Ich hatte Angst, dass sie nicht so lecker sind. So, auf zu Portion Nummer 2. Wir sind noch mal ein Stück weiter gelaufen. Hier gibt es noch mal Pommes. Die musste man natürlich auch probieren. Die sind richtig schlimm, aber die Portion war so klein eben. Ja, und was sagst du? Mit Salz geht's. Die anderen waren besser.
Aber dafür sind die günstiger. Suppe. Mhm. Genau wie Spaghetti. Suppe und Spaghetti sind immer das Beste. Und Spaghetti gibt's ja auch noch. Wir haben jetzt eine richtig leckere Kürbissuppe uns gemacht. Perfekt für dieses Wetter. Und jetzt müssen wir unbedingt Haus des Geldes weitergucken. Oh Gott, ja. Wir haben gestern die neue Staffel angefangen. Ja. Aber jetzt lassen wir uns erstmal schmecken. Schmeckt gut. Mhm. Was hast du da reingemacht? So, weiter geht's. Wir waren überraschenderweise 3 Tage hier bei diesem alten Hotel. Und jetzt geht's nach Spiskanova Ves einkaufen und dann nochmal auf die andere Seite vom Nationalpark zu so einem schönen See, den André rausgesucht hat. Hoffen wir mal, dass der schön ist. Mhm, hoffe ich auch. Gut, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt einmal zu diesem See gefahren. Also wir sind immer noch im Nationalpark Slowakisches Paradies. So heißt der übersetzt. Oh, hier ist ein kleiner Brunnen. Hier müssen wir nachher vielleicht Wasser auffüllen noch. Da, hinter mir. Viel Spaß, das dann hin zu fahren. Ja, muss ich ein bisschen laufen. Ja, mal gucken. Also die Fahrt hier war sehr schön, aber wir wissen jetzt noch nicht, ob es sich gelohnt hat, hierher zu kommen. Das, ja, das sehen wir jetzt. So, ich dachte, wir machen hier einen ganz netten, ruhigen Spaziergang. Und jetzt ist das voll die Wanderung. Und die mache ich nicht mit meinen Schuhen. Ich wusste ja auch nicht, dass das auf einmal so... Ich habe gedacht, das ist ein ganz gemütlicher Spaziergang. So, André füllt jetzt noch kurz unten an dem Brunnen Wasser auf und ich mache uns in der Zeit ein bisschen Mittagessen. Und dann fahren wir noch weiter bis zur ungarischen Grenze, weil wir da einen Schlafplatz gefunden haben. Wir wollen nämlich relativ schnell jetzt nach Ungarn und danach zu unserem nächsten Ziel. Da wollen wir nicht zu spät ankommen, aber wir verraten mal noch nicht ganz, wo es hingeht. Summertime, summertime. Love's in its prime. Summertime, summertime. Everything's just fine. But autumn came, turned love into shame. And love's a game, love's a game. No one's to blame. Who are you, Cam? Danke schön. Bitte schön. Es gibt Brötchen und Wrap mit Resten. Und ein bisschen Apfel ist hier auch noch dazwischen. Weiter geht die wilde Fahrt. Erstmal Hose auf. Wilde Fahrt. Na, so wie du fährst. Ja. Hose auf und mein Strickprojekt her. Oh Leute, ich stricke jetzt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mir gerne einen Pulli stricken möchte. Und das mache ich jetzt. Und jetzt bin ich hier in meinem Grandma-Lifestyle angekommen und stricke bei der Autofahrt. Und ich lieb's. Es macht so viel Spaß. Und ich finde, es sieht auch schon richtig, richtig gut aus. Ne? Ja. Wir haben es geschafft. So, wir sind angekommen für heute. Aber nicht an dem ursprünglichen Platz, an den wir eigentlich wollten. Aber da sind wir erst hingefahren und da ging es ziemlich lange über eine Wiese, also über so einen Feldweg. Das war aber eher teilweise auch ein Wiesenweg. Und es soll morgen den ganzen Tag regnen. Und wir haben uns an Albanien erinnert und haben gedacht, das ist keine gute Idee. Und dann sind wir lieber umgedreht und haben jetzt hier so einen Parkplatz gefunden, der aber mindestens genauso schön ist, oder? Könnt ihr mal nach vorne gucken. Mega schön. Und es fängt so langsam an, herbstlich zu werden, was auch richtig schön ist. Ha, jetzt wollen wir uns aber erstmal duschen. Haare waschen. Und frisch machen. Aber eigentlich erstmal schlafen. Nee, danach sind wir wieder frisch.
Gut, und während Laura ihre Haare jetzt trocknen lässt, hinten im Bus, werde ich ein bisschen hier die Gegend erkunden. Es soll nämlich morgen regnen, haben wir vorhin schon gesagt. Das heißt, vielleicht fahren wir weiter. Deswegen will ich jetzt nochmal hier mit Luni eine kleine Runde drehen. Da soll nämlich irgendwo so eine Eishöhle sein. Wird jetzt kein Eis drin sein, aber vielleicht sicher die Höhle. Mal gucken. Gut, ich habe es geschafft mit Luni hier runter. Und es ist schon beeindruckend. Und vor allem, ich bin hier ganz alleine. Jetzt schaut mal, da runter geht so eine richtig tiefe Höhle. Ist mir leider verboten, da weiterzugehen. Bis zu diesem Geländer darf man nur. Ist schon eindrücklich, muss ich sagen. Also es geht von da ganz oben bis da ganz runter. Und ist schon ziemlich cool hier. Und auch gar nicht so weit weg vom Parkplatz. Gerade auf dem Rückweg bin ich an richtig vielen Apfelbäumen vorbeigekommen. Da liegen richtig viele Äpfel auf dem Boden, die richtig förmlich nach uns schreien, aufgesammelt zu werden. Und jetzt haben wir überlegt, wir können die ja einkochen und dann eben irgendwie geiles Apfelkompott oder Apfelmus machen. Und das, ja, wäre ja voll schade, wenn die da vor sich hingammeln. Schaut euch da mal an, wie schön diese Äpfel hier einfach sind. Und die sind so lecker. Es wäre so schade drum, die hier zu lassen. Aber auch eine ganze Menge gepflückt, wollte ich schon sagen, gesammelt. Und die Bäume hängen trotzdem noch ultra voll. Äpfel gesammelt. Oh, das sind ja aber nur ein paar. Guck mal, wie schön die alle sind. Wie sollen wir die denn alle einkochen? Die haben gar keine Löcher, oder? Nee, die sind perfekt. Toll gemacht. Es regnet jetzt schon den ganzen Morgen, aber das ist gar nicht so schlimm, finde ich, oder? Es geht. Ja, noch kriegen wir es ganz gut rum. Aber wir haben ja gestern ganz viele Äpfel gesammelt, oder eher ich. Und jetzt machen wir mal hier so einen richtigen geilen Apple-Mousse. Ja, André meint, dass alle Äpfel in zwei Gläser passen. Nie im Leben wird das gehen. Also wir können noch Apfelkuchen und sonst was damit machen. Alles. Boah, mir ist heiß. André war sehr motiviert mit seinem Apfelkompott. Wir haben jetzt ungefähr 2 Kilo. Keine Ahnung, wie wir das leer kriegen sollen. Nach und nach im Müsli morgens. Ja, und auf jeden Fall lassen wir uns jetzt unsere Pancakes zum Mittag schmecken und beenden auch das Video. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ciao. Tschüss. Leben mit André. Ich wollte gucken, ob die Haare schon gut sind. Das kann ich am besten riechen. Oh, Louis. Gut.